Hallo zusammen. Ich habe hier zwei Kühlschränke. Das eine ist ein Solarkühlschrank mit Kompressortechnik und das andere ist ein Gaskühlschrank mit Absorberkühltechnik. Was ist günstiger? Was ist besser für einen stationären Wohnwagen oder für Alphütte, Schrebergarten und so weiter? Wir haben hier unser WL91. Das ist ein 90-Liter-Gerät und kostet 935. Und hier haben wir einen Absorberkühlschrank, ein Vitrifrigo, ist ein Wohnwagenkühlschrank, Einbau, besseres habe ich nichts. Der hat sogar, haben wir geguckt, dass wir eine Schweizer Zulassung dafür kriegen. Das ist das Datenblatt. Wir haben diese Kühlschränke nicht mehr im Sortiment. Das ist jetzt doch eines der letzten Modelle. Könnt ihr erwerben. Listenpreis war 1600. Wenn ihr jetzt sagt, ich kaufe den für 500 und ich brauche dann noch so ein Flaschenanschlussset, damit ich das Teil auf die Flasche anschließen kann, dann haben wir Kosten 500, 550 Franken. Und dann brauche ich noch eine Gasflasche, sagen wir 50 Franken Depot. Dann habe ich für 600 Franken habe ich einen Kühlschrank, der kühlt. Jetzt brauche ich diesen Kühlschrank 4 Monate im Jahr. Der braucht so um die 10 Kilo Gas, also eine Flasche. Im Monat, 4 Monate sind 4 Flaschen, dann kostet so eine Flasche, also das Gas, eine Flasche kostet momentan 48 bis 50 Schweizer Franken. Dann brauche ich für 200 Franken Gas. In 10 Jahren sind das 2000 Franken Gas plus die 600 für einen Kühlschrank. Dann habe ich hier Kosten, diesen Kühlschrank in 10 Jahren, wenn der Gaspreis nicht steigt, von rund 2600 Schweizer Franken für einen autonomen Kühlschrank. Wenn ich den WL91 anschaue, einen Solarkühlschrank, der kostet 935, dann läuft er aber noch nicht. Dann brauche ich Solarzellen oder ich brauche dann hier, das ist ein 100 Watt Panel. Eines reicht, ja, vielleicht ganz knapp. Ich brauche dann auch eine Batterie. Jetzt fangen wir mit der Batterie an. Eine 100 Amperestunden Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie. Die kostet 900 Franken. Ich kann natürlich jetzt auch eine Bleibatterie nehmen. Die hier macht 5000 Zyklen. 5000 Zyklen überhält locker 10 Jahre. Wenn ich eine Bleibatterie nehme und ich fahre 100 Zyklen im Jahr und eine Bleibatterie macht so 300 bis 500 Zyklen, die 5000, dann hält die Bleibatterie, sagen wir 5 Jahre, er braucht also 2 Stück. Dann seid ihr noch nicht ganz auf den Kosten, aber ist egal. Also das heißt, wir haben hier den Kühlschrank 995, die Batterie 900 sind 1800. Dann brauche ich solch ein Panel. Eins reicht nicht, wie gesagt, das wird knapp. Ich brauche hier um die 120 Watt. Nehme ich zwei. Ein Panel kostet jetzt bei uns 135 mal 2, dann sind wir bei 260, 70. Dann brauche ich noch einen Solarregler, das ist jetzt ein ganz einfacher. Ich brauche die Kabel vom Dach runter, hier ist der Drum mit Splitter, und ich brauche ein Kabel vom Regler auf die Batterie und ein Kabel von hier auf den Kühlschrank.
dann sind wir mit Regler und allem zusammen nochmals circa bei 400 Franken. Also Batterie, Kühlschrank 1800, die Solarpanel dazu plus die Kabelregler 400, dann kostet dieser Kühlschrank etwa 2200 Franken. Da ist er aber noch nicht montiert. Die Montage, die habe ich einmal. Und hier habe ich dann jeden Monat eine Flasche Gas holen. Ins Alter gesehen über 10 Jahre. Und ihr wisst, die Preise steigen. Also von Inflationsrechnung lassen wir jetzt die Finger weg. Ich lasse die Montage weg, weil diese Panel irgendwo aufs Dach machen ist machbar. Also liegt dieser Kühlschrank ohne Montage bei 2200 Franken und in 10 Jahren, beziehungsweise noch länger. Und dieser Kühlschrank liegt bei 2600 Franken, weil ich laufende Gaskosten habe. Ich habe hier den Katalog über den über die Solarkühlschränke, den verlinke ich euch unten drin. Die Batterien, die findet ihr bei mir auf der Homepage. Mache ich euch auch einen Link unten drin. Die Solarpanel, Regler und so weiter habe ich bei mir am Lagershop. Also nicht nur physisch kommen, nehmen, halten, weglaufen, noch bezahlen. Dieser Kühlschrank, den könnt ihr erwerben, wenn ihr sonst einen braucht. Gebe ich für 500 Schweizer Franken. Wenn er jetzt nicht läuft, werde ich den irgendwo auf einer Plattform ausschreiben. Ja. Datenblatt habt ihr gesehen im Video, sonst zurückspulen. Das soll es gewesen sein. Gaskühlschrank gegenüber Absorberkühlschrank. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.